Hallo, hier ist Muro wieder aus Osaka. Der nächste Fragesteller siezt mich. Ich versuche jetzt mal zurück zu siezen. Es sind vier Fragen. Ich bezweifle, dass ich alle in einem Rutsch innerhalb von 12 Minuten beantworten kann. Aber ich werde versuchen, alle vier Fragen zu beantworten, auch wenn es vielleicht mehrere Tage dann dauert. Ne? Ich lese die Frage erstmal vor. Lieber Herr Muho, ne? Also ihr könnt mich oder Sie dürfen mich nennen, wie Sie wollen, ne? Aber das Herr können Sie auch gerne weglassen, aber wie dem auch sei. Lieber Herr Muho, bitte entschuldigen Sie, wenn ich als Anfänger kritische Fragen stelle. Ich würde mich über Ihre Einschätzung zu folgendem freuen. Und jetzt folgen vier Fragen. Zunächst mal die erste. Auch wenn man den Menschen Glück nicht immer sofort ansieht, so fällt mir doch auf, dass viele im Internet prominente westliche Buddhismus-Repräsentanten im Gesicht ganz und gar nicht die Ausstrahlung inneren Glücks tragen, sondern eher besorgt wirken. Woran mag das liegen? Ja, interessante Frage, auch insofern, als vor inzwischen ein paar Wochen eine Fragestellerin umgekehrt gefragt hat, woher kommt das ewige Lächeln bei den Buddhisten? Diese Fragestellerin hatte nach ihrem Eindruck waren es besonders die Frauen, die ständig dieses selige Lächeln präsentieren. Ne? Und sie hatte den Verdacht, dass das ja nur gespielt sein könnte. Und es könnte ja auch etwas mit einer traumatischen Kindheit zusammenhängen. Ne? Der Fragesteller heute, da ist es umgekehrt. Ne? Er vermisst diesen Ausdruck inneren Glücks. Ne? Natürlich, so ein Lächeln kann ja auch mal gespielt sein, aber er hat das Gefühl, dass zumindest bei den im Internet prominenten westlichen Buddhismus-Repräsentanten, ich weiß nicht, auf wen er sich da konkret bezieht, ne? Im Gesicht ganz und gar nicht die Ausstrahlung inneren Glücks zu sehen ist. Ne? Woran könnte das liegen? Meine spontane Antwort wäre, das könnte an allem Möglichen liegen. Ne? Also so wie ich beim letzten Mal gesagt habe, so ein Buddhist, der geht ja auch mal durch eine Krise. Ne? Vielleicht hat er Probleme zu Hause, geht durch eine Scheidung, ist in der Midlife-Crisis oder Menopause, was auch immer. Ne? Es könnte alle möglichen Gründe haben. Ne? Die nächste Frage wäre dann, ja, wie kann das sein, dass so einer, der im Westen den Buddhismus repräsentiert, noch solche Probleme hat, solche Alltagsprobleme, würden wir nicht von dem erwarten, dass er schon darüber hinaus ist. Ne? Es könnte auch damit zu tun haben, ne? Also ich habe das irgendwann vor ein paar Jahren mal das war entweder amerikanisches Fernsehen oder YouTube, ne? Gesehen, da machten sich zwei Amerikaner, so Fernsehgestalten, darüber lustig, ne? über ihre Kollegen, ne? Und darüber, dass man als Intellektueller in den amerikanischen Medien eigentlich nie ein Lächeln aufsetzen darf, denn dann giltst du als Idiot. Wie kann man heute noch lächeln, wenn man sich vor die Leute stellt, wenn Kriege vor der Tür stattfinden und da ist die Klimakrise und die Menschheit geht den Berg hinab, ne? Die Politiker sind korrupt. Die Verschwörungstheoretiker geben keine Ruhe. Wer würde da noch lächeln? Ne? Also so wie ein Lächeln gespielt sein kann, könnte es auch sein, dass diese ernste Miene,
diese sorgenvolle, ernste Miene so ein bisschen gespielt ist. Ich will ja kein Idiot sein. Ich will doch nicht so tun, als wüsste ich nicht, dass da Leute sind auf der Flucht, die um ihr Leben sich Sorgen machen. Die sich Sorgen machen um das Leben der Geliebten in der Heimat. Und wenn wir so weiterleben wie heute, dann wovon sollen unsere Kinder und Enkel in 50 Jahren leben? Vielleicht hat das auch etwas damit zu tun, dass man als Buddhist ja sich nicht nur auf sein Kissen setzt und abschalten will, sondern man ist ja betroffen. Man ist ja betroffen vom Schicksal der Menschheit. Und vielleicht ist es ja auch das Bedürfnis, diese Betroffenheit herauszuhängen. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, meine Antwort auf diese erste Frage ist, es kann an allen möglichen liegen, ne? Es kann an allem Möglichen liegen, ne? Vielleicht sind die Buddhisten halt gar nicht so glücklich, wie wir uns das immer vorstellen, ne? Klar, da gibt es den selig lächelnden Dalai Lama und es gibt andere Vertreter, die genauso daherkommen, wie wir uns einen Buddhisten vorstellen, aber es gibt auch Ausnahmen, ne? Könnte ja auch daran liegen, dass unsere Vorstellung, so sollte ein Buddha doch aussehen, falsch ist, ne? Gibt es ja auch im Christentum, ne, die Frage, ja, sollte der Jesus auf dem Kreuz selig lächeln, denn er ist ja der Erlöser, oder sollte er leiden? Sollte man ihm das Leiden ansehen? Und die einen sagen, ja, der Jesus, der wird doch nicht gelitten haben auf dem Kreuz, er war ja Gott, ne? Und die anderen sagen, ja, nee. Also dieses selige Lächeln vom Jesus auf dem Kreuz irgendwie, das kommt mir aufgetüncht vor. Wie dem auch sei, ich will mal weiter zur zweiten Frage. Zweite Frage. Wenn der praktizierte Buddhismus verlässlich zu einem positiven Erwachen oder Erleuchtung führen kann und die Menschen sich doch nicht nur nach Glück sehnen, sondern sich auch effektive Methoden wie das buddhistische Praktizieren und Befolgen ethischer Regeln in der Regel langfristig in der Gesellschaft durchzusetzen scheinen, wer oder was hindert dann, spätestens im Informationszeitalter, den Großteil der Menschen heute noch daran, ein Leben nach dem Vorbild Buddhas zu führen? Also, der Buddha nannte sich ja manchmal einen Arzt, der eine Medizin gefunden hat. Die Medizin, die uns vom Leiden heilt. Und ich verstehe die Frage jetzt so, wenn das stimmt. Wenn es stimmt, dass Buddhismus uns vom Leiden befreien kann, durch die richtige Praxis und das Befolgen der richtigen Regeln, dann sollte sich das ja inzwischen in diesen 2500 Jahren rumgesprochen haben. Wie kommt es, dass die Menschheit immer noch im Leiden steckt? Es kann ja nicht daran liegen, dass die Information nicht weitergegeben wurde, ne? Also der naheliegende Verdacht ist ja, vielleicht ist die Medizin ja doch nicht so gut, ne? Vielleicht ist Buddhismus ja doch keine zuverlässige, verlässliche Heilsmethode, ne? Interessanterweise hat auch der Buddhismus selbst gesagt, ne, der Buddhismus selbst behauptet, dass mit den Jahrhunderten seine Wirkung abnehmen wird, ne? Also der Buddhismus behauptet nicht, dass wenn sich diese Lehre erstmal ausbreitet, dann in 100, 200, 300 oder 1000, 2000, 300, 3000 Jahren die Menschheit erlöst werden wird, sondern der Buddhismus selbst behauptet, irgendwann verschwindet der Buddhismus auch wieder von der Erdoberfläche. Ne? Es kommt einfach bei den Menschen nicht an. Wobei es da zumindest in Japan verschiedene Schulen gibt. Ne? Also im Zen, der Dogen sagt, es spielt eigentlich keine Rolle. Ne?
Endzeitalter ist ein Begriff, der in anderen Schulen, Rheinland-Buddhismus, Nichiren-Buddhismus, sehr wichtig ist. Wir leben im Endzeitalter. Heute wird unser Zen nicht mehr zur Erlösung führen, aber das Lotus-Sutra oder das Anrufen des Namens von Amitabha Buddha, das kann uns noch erlösen. Ne? Das ist eine Lehre, die sich eben genau darauf stützt, auf die Annahme, dass je mehr Jahrhunderte vergehen, desto weniger Kraft noch in den Geboten und in der Praxis steckt. Ne? Während im Zen sagen wir eigentlich, es spielt auf den Zeitpunkt, der Zeitpunkt spielt keine Rolle. Ne? Aber wir sagen auch umgekehrt nicht, dass ja eigentlich nach 2500 Jahren müssten eigentlich schon erlöst sein. Ne? Der Grund ist ganz einfach, also Metapher Krankheit und Medizin ist ja auch okay, ne? Aber vielleicht sollte man eher von einer Sucht sprechen. Ne? Angenommen, man hat eine Therapie für eine Sucht, Alkoholismus oder eine andere Droge. Wie kommt es, dass jetzt Alkoholismus und andere Süchte noch nicht vom Planeten verschwunden sind? Ja, weil es nicht so einfach ist. Selbst wenn du weißt, was dir helfen würde, ne? Das intellektuelle Verständnis und auch die Möglichkeit, einen Platz bei der Therapie zu finden. Sobald du draußen bist und da ist wieder eine Flasche Alkohol steht vor dir, die Versuchung ist halt groß. Ne? Die Versuchung, wieder ins Leiden reinzuspringen, ist groß. Hm. Es ist halt kein Buddhismus ist halt kein Patentrezept. Ne? Es ist kein Patentrezept, dass man nimmt eine Pille und dann sind alle Leiden weg. Ne? So einfach ist es leider nicht. Okay, danke. Zur dritten Frage geht's dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Tschüss.